Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Boss Beach Box von Katja Krasavice. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Boss Beach von Katja Krasavice. Das Ganze am 17. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist wohl für viele eine sehr, sehr heiß erwartete Box. Was man auf den ersten Blick schon mal sagen kann, natürlich sehr freizügig, wie man die gute Frau kennt, aber was ihr jetzt aus der Perspektive vielleicht noch gar nicht so sehr sehen könnt, die Box ist unfassbar groß. Wir haben hier eine pyramidenförmige Box, habe ich in der Form auch noch selten gesehen, aber die Größe, die Dimension, die dieses Ding hat, das ist einfach unmenschlich. Also hier kann man ohne Probleme ein kleines Kind drin verstecken. Wir haben hier auf der Vorderseite den rosa-neonen Schriftzug Boss Beach, wobei die beiden S hier wie Dollarzeichen gestaltet wurden. Dann haben wir hier Katja dreimal abgebildet. Links, rechts und oben, also rot, schwarz und weiß. Darüber ist die Frage, ob ich das überhaupt eingefangen bekomme. Ja, oh ja. Darüber haben wir den Schriftzug Katja Krasavice. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Bitch. Auf der linken Seite lesen wir dann Boss. Auf der anderen Seite sieht das Ganze dann so aus. Also die beiden Seiten sind von der Gestaltung her ident. Und auf der Unterseite sieht das Ganze dann so aus. Katja Krasavice, dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode und hier wieder diese zwei rosanen Balken. Jawohl, das Ganze geht dann hier auf. Wir haben hier so entsprechende Laschen, die man hier aufmachen kann. Einmal, zweimal und dann kann man hier das Ganze aufklappen und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen, der dieser Box die Größe verleiht. Also wir haben hier tatsächlich eine Gummipuppe mit dabei. Das kommt mir bekannt vor, denn wir erinnern uns, bei Schwester Eva, bei der Eva Box war sowas ja auch schon mal dabei. Packe ich den mal kurz zur Seite. Dann haben wir hier eine Maske. Oi. Und ist gar nicht so einfach, das rauszuholen. Aber ihr könnt es mal sehen. Wir haben hier scheinbar noch eine Box drinnen. Und das ist echt scheiße, da rauszuholen, wegen der Form. So, aber jetzt gar nicht so einfach. So, der Karton ist leer. Das bedeutet, wir haben die eigentliche Box in einer ganz normalen Dimension, sage ich mal. Und zwar sieht die so aus. Der Riesenkarton war eben der Gummipuppe geschuldet und dieser Maske, die hier in die reguläre Box wegen der Dreiecksform nicht reingepasst hätte. Okay, gut, dann schauen wir mal die eigentliche Box an. Die sieht so aus. Katja Krasavice, lesen wir hier oben, darunter Boss Beach, also es ist vom Design her 1:1 wie die andere. Nur ist diese jetzt eben nicht aus Karton, sondern so aus Kunststoff, aus Plastik. Hier rundum wieder gebrandet und beschriftet, wie auch schon der Karton. Auf der Rückseite haben wir dann die Beteiligten und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier einmal ein Höschen bzw. einen Tanga, eine Fahne, das Album an sich, eine unterschriebene Autogrammkarte,
Und dann haben wir hier noch einen Ausschnitt, ein Boss Bitch Phone. Bedeutet, hier kann man dann die Nummer freirubbeln, unter der man Katja dann angeblich kontaktieren kann. So, dann werden wir das Ganze mal wieder zumachen und kommen zum eigentlichen Inhalt. Ich glaube, jetzt können wir auch die Kamera wieder etwas runterfahren, denn das war wirklich hauptsächlich diesem riesen Karton geschuldet. So. Also, wir haben hier diverse Sachen noch in Folie. Einmal die Fahne. Einmal der Tanga. Und natürlich das Album. So, dann packen wir den Rest mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Oh, es riecht ziemlich intensiv hier, seitdem ich diesen Tanga aus seiner Plastikfolie geholt habe. Zudem kommen wir dann noch. So. Und dann haben wir mal die Folie abgemacht. Als erstes schauen wir uns wie immer das Album an. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Boss Bitch lesen wir oben darunter wieder Katja Krasavice, also vom Design her wie auch die Box. Hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Katja Krasavice. Auf der Seite dann, nein, war eh richtig, auch wieder Interpret plus Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Wir haben hier keinerlei Features oder irgendwelche Fremdbeiträge. Es sind wirklich 14 Solo-Tracks von Katja. Und hier unten haben wir dann die Beteiligten und Barcode. Dann schauen wir hinein. So sieht das aus. Also alles sehr rosa und weißlastig. Dann kommen wir zu den ersten Tracks. Hier haben wir die Info, wer sich hier beteiligt hat, wer hier produziert hat, wer hier geschrieben hat. Dann haben wir hier Katja mit zwei Torten auf ihren Brüsten und jede Menge Schlagsahne. Dann haben wir sie hier nackt auf einem, ja, sieht so aus wie aus einem Karussell, so ein Schaukelpferd, so ein Karussellpferd. Weitere Tracks. Weitere knapp bekleidete Fotos, so wie man es von ihr kennt. Okay. Und zum Abschluss natürlich noch die Credits. Also, wer hat hier an diesem Album alles mitgewirkt? Das kann man hier wunderbar lesen. Gut, jetzt war ich kurz etwas geschockt, denn wir lesen hier das Foto, das Albumcover-Foto. Stammt von Matthias Schweighöfer. Ich hatte jetzt im ersten Moment Matthias Schweighöfer gelesen, der deutsche Schauspieler, aber ich gehe mal davon aus, dass das nur ein Mensch ist mit sehr hoher Ähnlichkeit beim Namen, aber natürlich nicht der Schauspieler. So, dann haben wir sie hier noch vor einem Automaten, wo man so mit so einer Kralle solche Stofftiere rausholen kann. Dann packen wir das Ganze wieder zurück und kommen zur Album-CD. Die sieht so aus. Rückseite weiß-rosa. Wie gesagt, wir haben hier 14 Tracks drauf. Es ist das Debütalbum von Katja. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die wurde hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Wir haben hier wieder das Cover im Hochformat und dann mit schwarzem Stift hier Katja unterschrieben. Und auf der Rückseite haben wir die Tourdaten zur Boss Bitch Tour 2020. Also, hier könnt ihr Katja live sehen. Ich sehe gerade, sie kommt im März auch nach Wien und auch nach Linz. Also hier zwei österreichische Dates dabei. In die Schweiz kommt sie scheinbar nicht. Okay. Also, wer Katja live sehen möchte, kann das dort machen. Dann haben wir eine Maske. Die sieht so aus. Wir haben hier Katja mit so einem Halsband
beziehungsweise vielleicht ist es auch das Oberteil ihres Kleids, aber nein, ich gehe mal davon aus, dass es ein Halsband ist mit einem kleinen Krönchen. Die Augen sind ausgeschnitten und dann kann man das hier mittels dieses Gummibands hier an den Kopf machen und dann hier durch die Augen sehen und dann kann man hier als Katja durch die Gegend laufen. Sehr schön. Es gibt meines Wissens da irgendeine Aktion bezüglich Konzert. Also wenn man mit so einer Maske beim Konzert auftaucht, dann bekommt man irgendwie Backstage Eintritt. Keine Ahnung, was da sonst noch zu tun ist. Und ja, für die Boxkäufer exklusiv. So, dann haben wir das hier. Einen pinken Tanga. Hier lesen wir auf der Vorderseite Bitch. Auf der Rückseite ist hier nichts weiter aufgedruckt. Das Ganze ist in Pink. Und ich kann selbst aus dieser Entfernung sagen, dass es sehr intensiv riecht nach, ja, ich weiß nicht, nach einer Mischung aus Parfum und anderen Gerüchen. Das Ganze ist, wo haben wir es? Ist leider echt klein hier aufgedruckt. Das Ganze ist 78% Polyester, 22% Elastan, made in Europe. Und von der, wenn ich es richtig sehe, was lese ich hier? Ganz schwer zu lesen. Francis und Sagra in Deutschland. Okay. Made in Europe. Grüße gehen raus. Ja, bezüglich dieses Tangas, meiner Information nach, hat sie angeblich jeden einzelnen angehabt. Also, ich glaube, die Boxauflage liegt bei 10.000, wenn nicht sogar mehr. Und ja, stelle ich mir etwas schwierig vor, so 10.000 Unterhosen zu tragen in den letzten Monaten, als das Ganze irgendwie so die Promophase und sowas hatte. Ja, angeblich, eventuell hat sie die dann nur eingesprüht, keine Ahnung, das überlasse ich euch, die vielleicht da ein bisschen mehr Interesse an dem Thema haben. Mir reicht es, dass ich es von hier sehr stark rieche. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze aus der Folie holt, dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Dann haben wir mit dabei eine Fahne, die ist sehr groß und im Hochformat. Wir haben hier so eine schwarz-graue Fahne. Und auch hier haben wir dann wieder Katja abgebildet mit hohen Schuhen, rote Sohle. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier Louboutins haben. Und dann haben wir hier die Beine. Sie steht hier scheinbar an einem alten Schreibtisch und hat uns den Rücken bzw. vor allem den Hintern zugedreht. Ja, die Fahne ist riesengroß. Hat dann hier an den Ecken links und rechts auch noch so zwei Schlaufen. Kann man damit aufhängen. An den unteren Ecken haben wir diese Schlaufen natürlich ebenfalls. Da kann man das dann an die Wand oder wo auch immer aufhängen. Und wir haben es bei dieser Fahne zu tun mit 100% Polyester, manufactured by Nakas. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Dann packen wir die Fahne mal wieder zusammen. So. Und als weiteren Boxinhalt haben wir dann die Nummer. Die ist hier mit so einem Rubbel, mit so einer Rubbeloberfläche zugemacht, also verdeckt. Das Ganze kommt hier in iPhone-Optik. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Boss Bitch Phone nennt sich das, aber vom Design her auf jeden Fall ein iPhone. Und dann kann man hier oben diese silberne Fläche freirubbeln und dann hat man die Nummer, unter der man angeblich Katja Krasavice erreichen kann. Ja, ich bin jetzt etwas unschlüssig, ob ich das machen soll oder nicht, ob ich die herzeigen soll oder nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen großen Bedarf oder bin jetzt nicht allzu neugierig, da anzurufen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die anderen Leute, die das präsentieren, also eventuell andere Leute, die die Box vorstellen, die Nummer sowieso herzeigen, beziehungsweise dass sie dann eben im Internet geleakt wird und so weiter. Deswegen
würde ich sagen, wir geben uns den Spaß und rubbeln das hier mal kurz auf. Was gar nicht so einfach ist. Ich habe jetzt leider keine Münze hier in Griffweite. Normalerweise macht man das ja natürlich mit einer Münze. Okay. Das Ganze hat sich jetzt doch etwas anders dargestellt als gedacht, denn wir haben hier scheinbar einen Code, eine Zahlen- bzw. Buchstabenkombination und nicht die Nummer an sich. Also ich gehe mal davon aus, dass man diesen Code dann irgendwo einlösen kann. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte echt gedacht, sie hätte da irgendwie ein eigenes Telefon, eine eigene Karte aktiviert für diese Box und dann irgendwie mit ein paar Fans geredet oder geschrieben, was auch immer. Aber wir haben hier scheinbar den Code. Gut, dann muss ich euch den nicht zeigen. Dann packe ich den mal zur Seite. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das hier. Die Gummipuppe. Ich werde das Ganze mal aus der Folie holen. So, ja, wir haben hier zum zweiten Mal in der Geschichte der Deutschrap-Boxen eine Gummipuppe als Boxinhalt vorliegen. In diesem Fall nicht Schwester Eva, sondern Katja Krasavice. Hier mit blauen Augen, etwas silbergrauem Lidschatten und dicken rosanen Lippen. Ja, das Ganze ist natürlich vom Design her, von der Ausgestaltung her wirklich wie so eine Sexpuppe designt, also der Mund hat hier entsprechend eine Öffnung. Genauso, schauen wir mal kurz. Okay, an den unten gibt es scheinbar keine Öffnung, wie ich jetzt gerade feststelle. Sekunde. Hier ist das Ganze zu. Also hier hinten keinerlei Öffnungen und wir haben hier auch wirklich Tattoos drauf. Also hier zum Beispiel an den Armen haben wir Tattoos und so sieht das dann aus. Ja, ich habe euch damals bei der Schwester Eva Box das Ganze auch noch aufgeblasen und im Detail gezeigt. Das erspare ich euch jetzt an dieser Stelle, da das Video eh schon viel, viel zu lange geht. Von meiner Seite aus war es das. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Gummipuppe. Dann hier die Maske, die Katja Krasavice Maske zum Aufsetzen. Die unterschriebene Autogrammkarte. Das Boss Bitch Phone mit diesem Rubbelcode. Dann haben wir mit dabei das Höschen, den Tanga, sowie natürlich das Album an sich im regulären Schulcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Boss Bitch von Katja Krasavice. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und falls ihr Katja Krasavice unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.